Es ist immer ein etwas eigenartiger Moment, wenn man im Fernsehen Menschen dabei zusieht, wie sie über das Sexualleben von Tieren reden. Da schwingt, wie ich finde, immer so ein leichter Unterton mit. Ne? Als seien die so ein bisschen aufgegeilt, ja, selber. Oder was meinen Sie, wenn Sie die zwei betrachten? Alle Männchen bringen Geschenke für die Weibchen mit. Und die, die hier lässt das Geschenk nicht mal... Die haben doch jetzt gerade, ist gerade Paarung, oder? Ja, die haben jetzt gerade Paarung, weil das ist jetzt die Gelegenheit, da wird das Geschenk überreicht. Ja? Ah. Und wenn es nur ein kleines Geschenk ist, dann kriegst du halt eben etwas weniger, also so ein Quickie sozusagen. Wenn es ein größeres Geschenk ist, darfst du denn noch etwas mehr erwarten. Sein Blick ist schon ein bisschen creepy am Schluss, oder? Oh, ich glaube, die sind direkt danach übereinander hergefallen. Was ich nicht wusste, was Mücken für billige Flittchen sind. Die sind nur auf große Geschenke aus. Wolfgang, wie enttäuscht sind wir von Mücken? Wissen Sie, was eine Mücke ist? Ne? Hure. Ja. Wir sind enttäuscht. Wir sind enttäuscht. Das Quiz The Floor in Sat.1 mausert sich langsam zum richtigen Showerfolg. Ne? Haben ganz gute Quoten. Läuft. Das liegt zum einen an den kniffligen Fragen zum Mitraten, zum anderen aber auch an den messerscharfen Antworten der Kandidaten. Welches Land ist hier markiert? Viel Glück, Vivian und Irina. Los geht's. Italien. Weiter. Weiter. Chile, Peru, Dänemark, Ungarn, weiter. Aber sie kennt viele Länder, das muss man schon sagen. Und ich bin sehr froh, dass sie nicht alle aufgezählt hat. Wolfgang, wie heißt Ihr Lieblingsspiel? Stadt, falsches Land, Fluss. Da ist sie sehr, sehr gut drin. So, bei Gefragt, Gejagt im NDR lief es geografisch auch nicht so richtig rund. Da hat der Kandidat aber wenigstens nur die Nachbarländer miteinander verwechselt. Hat man eine Gelegenheit verpasst, ist redensartlich der Zug. Abgefahren. Denglisch ist eine Mischung aus welchen beiden Sprachen? Dänisch und Englisch. Ja. Warum denn nicht? Zumindest einen halben Punkt hätte man ihm für die Kreativität geben können, finde ich. Wie bei Mathe früher, weißt du, Ergebnis war falsch, aber der Rechenweg, komm, kriegst du einen halben Punkt. Ja.